Zwei Corona-Ketzer in einem Interview. Gunnar Kaiser heute zu Gast bei mir. Ein Doppelinterview, was es damit auf sich hat, erkläre ich Ihnen später. Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Herr Reitschuster, freut mich sehr. Herr Kaiser, Sie hatten einen Job als Lehrer an einer Schule. Ein Traum für Schwiegermütter und auch für viele Menschen. Dann kam plötzlich Corona und Sie haben das alles an den Nagel gehängt, dieses Bürgerliche. Was ist da bei Ihnen passiert und was genau hat Sie bewegt, so weit zu gehen? Es war tatsächlich, dass man so weit gegangen ist, und zwar in meine Richtung, in die Richtung meiner roten Linie, die ich mir doch relativ früh im letzten Jahr auch mal so ausgemalt habe, auch öffentlich. Wo ist deine rote Linie? Wie weit dürfen die Leute gehen, also darf die Politik gehen, bis du sagst Stopp? Und das war ganz früh erstmal bei mir was ganz harmloses, aber ich habe gesagt, ich trage doch keine Maske, nur weil die Politik mir das sagt. Und dann ging es ja in dieser Salamitaktik weiter, sodass ich dann mich auf einmal da im Supermarkt fand und okay, ja doch, ich trage doch Maske, naja, was soll man tun? Und merkte, ah, so läuft der Hase, man gewöhnt sich so langsam daran, wie der Frosch im kochenden Wasser. Aber als ich dann selber anderen diese Maßnahmen hätte aufzwingen sollen, das war dann für mich auch der Moment, wo ich mich gefragt habe, nicht nur, was ist deine rote Linie, sondern was tust du, wenn sie überschritten wird von anderen? Und das war zum einen eben dieses, ich mache da nicht mit, ja? Also so wie Solzhenitsyn gesagt hat, es ist wichtig, dass du nicht Teil der Lüge bist, dass diese Lüge eben, wenn sie in der Welt ist, ohne uns stattfindet. Und da war für mich ganz klar, ich werde keinem Kind sagen, du ziehst jetzt eine Maske an, keinem gesunden Kind und wahrscheinlich auch nicht mal einem kranken Kind, weil ich nicht dafür ausgebildet bin. Diese Übergriffigkeit auch dem Lehrberuf gegenüber, ihr sollt jetzt hier sagen, wie die Menschen sich medizinisch zu verhalten haben, die jungen Menschen, wie sie sich zu testen haben, das anzuleiten und zu beaufsichtigen und es zu dokumentieren, das war dann der nächste Schritt, dass man hier in einer großen Achtlosigkeit auch der Privatheit der Gesundheitsdaten gegenüber einfach so vorangegangen ist. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Der letzte Schritt war dann, dass ich hätte selber Maske tragen müssen im Unterricht, wo ich auch gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Und diese drei Sachen, also den Kindern Masken aufzwingen, selber Maske tragen und den Kindern beim Testen sozusagen das zu dokumentieren, öffentlich zu dokumentieren und sie in diese Situation der Beschämung und der Angst zu bringen, das hat letztendlich auch dafür gesorgt, dass ich irgendwann erkannt habe, es wird nicht mehr zurückgehen. Das ist nicht jetzt einmalig und ja, okay, hier weigerst du dich zwar, aber dann drehen sie das Ganze zurück, sondern das hat jetzt System und aus diesem System möchte ich aussteigen. Jetzt spiele ich einmal Advocatus Diaboli. Weder Sie noch ich haben die Wahrheit gepachtet. Nehmen wir einmal an, es ist so, dass Sie Unrecht haben, ich habe Unrecht. Es ist doch so, dass die Masken sehr hilfreich sind und die Corona-Maßnahmen so sein müssen. Wäre es dann nicht doch sinnvoller, da wir das ja nicht wissen, auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, wir wissen es zwar nicht genau, aber wir halten das alles jetzt einfach mal ein. Ich wiederhole nochmal, ich spiele Advocatus Diaboli, nicht, dass jemand denkt, der Reitschuster ist verrückt geworden. Also, wie sehen Sie das? Aber das ist genau mein Argument gewesen. Weil ich kein Arzt bin und kein medizinisches Personal bin, werde ich auch das sicher nicht durchführen, weil ich nicht dafür ausgebildet bin. Und das, was man mir hier zumutet, ist nämlich in einer Art Prätension des Wissens zu agieren, weil es alle tun und weil man es mir sagt. Und wenn das schon so läuft, dann müsste man ja wenigstens sagen, und wir übernehmen auch alle Haftung dafür. Und das ist genau auch nicht passiert. Der Lehrer und auch der Schulleiter hat die volle Haftung, wenn dem Kind dadurch etwas passiert, wenn es sich beim Testen zum Beispiel die Flüssigkeit irgendwie ins Auge schüttet oder mit dem Wattestäbchen bis zum Gehirn vordringt. Also
ich überspitze nicht mal. Diese Dinge passieren, sie sind passiert, natürlich nicht in so einem Maßstab, dass man jetzt hier also dass das sozusagen wie eine Pandemie wäre. Aber das ist für mich ein Schritt auf die schiefe Ebene gewesen, wo man sagt, wenn wir das erlauben, ja, wenn da jetzt die Menschen sich mit dieser Wissenschaft als Autorität dazu verleiten lassen, Dinge zu tun, für die sie gar nicht ausgebildet sind. Und nicht, weil sie sagen, ah ja, better safe than sorry, sondern weil, naja, jetzt ist das wohl so, dass wir das so machen und nicht darauf achten, was das für die Schüler Schlechtes, die jungen Menschen Schlechtes bewerkstelligt. Nämlich, ich wiederhole, es ist ja auch sehr viel Angst und Scham und auch Mobbing-Situation dadurch in die Welt getreten, dass man das jetzt so installiert hat, so ohne darüber nachzudenken. Und da würde ich eher sagen, da ich das nicht weiß, was diese Situation auch des Vertrauensbruchs des Lehrers zwischen dem Schüler, der auch da immer dazwischen ist, der Lehrer, der jetzt auf einmal sagen muss, ihr müsst jetzt Abstand halten, ihr dürft nicht singen, ihr dürft nicht spielen, ihr dürft teilweise nicht essen und trinken und ihr seid jetzt unter dem Generalverdacht nicht nur positiv Getesteten, sondern der Infizierten, der Erkrankten, diese Vertrauensebene, die dadurch zerstört ist, da sage ich einfach, da weiß ich nicht, beziehungsweise eigentlich bin ich mir da sogar relativ sicher, was das für die Seele der jungen Menschen an Schädlichem bringt. Und da sage ich dann auch, ja, better safe than sorry, da mache ich nicht mit. Ich habe mit einigen Psychologen auch schon gesprochen und die massiven Schaden für die Seele, gerade von kleineren, jüngeren Kindern, auch von größeren machen kann. Ich sehe das auch in der eigenen Familie, Veränderungen, die mir große Sorgen machen, wo ich sehe, dass sich da einfach Kinder oder auch Jugendliche massiv verändert haben. Und sie bestätigen nun leider diese Eindrücke aus der Praxis. Haben dann so wenige so eine explizit kritische Herangehensweise wie Sie? Warum hat man zumindest den Eindruck, dass Teil der Lehrer und Lehrerinnen das mitmacht? Ja, man muss den Eindruck haben, weil er auch der Realität entspricht. Wenn es anders wäre, würden wir das schon mitbekommen, weil das ja etwas ist, was man über die Medien nicht so stark verheimlichen kann. Das würde jedes Elternteil mitbekommen und das würden die Schulen insgesamt mitbekommen. Es gibt diese Bewegung, es gibt auch die Lehrer für Aufklärung, es gibt ganz viele Lehrer, die und auch Erzieher, die sich zusammenschließen, aber wenn ich viele sage, heißt das eigentlich nicht genug, denn es wird dann mal berichtet, wie in Berlin zum Beispiel, dass es 3000 Lehrer, glaube ich, gab, die jetzt im letzten Jahr sich haben krankschreiben lassen, beziehungsweise den Dienst quittiert haben in dieser Situation, also viel, viel mehr als vorher. Und da ist schon eine Reaktion zu sehen, aber man sieht auch, das System kann das noch deckeln und kann das vielleicht noch aufheben, ohne dass es jetzt groß in den sonstigen Lehrermangel dann auffallen würde. Und die Frage, warum das so viele mit sich machen lassen, ist, glaube ich, weil die Lehrer einfach ein Durchschnitt der Gesellschaft sind und die gleichen Mechanismen, die in der Gesellschaft funktionieren, auch dort zutage treten. Die Angst tatsächlich, die Propaganda, die auch an ihnen nicht vorbeigeht, dass eben das Narrativ so stark gesetzt wurde durch Wiederholung und durch negative, angsterzeugende Bilder, dass es schon gar nicht mehr hinterfragt werden kann jetzt. Da scheint mir der Zug auch abgefahren zu sein. Und dann eben der Gruppendruck, wie in einem großen Solomon-Asch-Experiment, alle machen es, dann wird es ja wohl auch irgendwie seine Richtigkeit haben. Und das Perfide ist, dass die Schäden, die Sie jetzt auch mit Bezug auf die Psychologen, die Kinderpsychologen zitieren, dass die eben nicht so leicht messbar sind. Die sind vielleicht irgendwann, vielleicht erst in 10, 20, 30 Jahren messbar, auch körperlich messbar. Man weiß auch von der Psychoneuroimmunologie her, dass das auf das Immunsystem und auch auf die körperlichen Krankheiten einen großen schädlichen Einfluss haben kann. Aber das in Verbindung zu bringen mit einer traumatisierenden Erfahrung, die diese Zeit für die Kinder, die teilweise schon ja, wenn sie in ihrem sechsten, siebten, wenn sie jetzt in ihrem achten Lebensjahr sind, es in der Schule gar nicht anders kennengelernt haben, die diese Traumatisierung dann darstellt, das wird halt nicht in Verbindung gebracht werden. Und deswegen ist es viel, viel einfacher zu sagen,
guck mal, Corona können wir messen mit einem Test und wir haben auch irgendwelche Statistiken, aber Traumatisierung und psychische Schäden bzw. physische, die dann viel später eintreten, das können wir kaum messen bzw. kausal in Verbindung bringen. Da, gut, dass Sie das ansprechen, weil da habe ich noch eine Frage, weil man immer zum Binnenblick, und ich bin ja nun oft in der Bundespressekonferenz, beziehungsweise verfolge die jetzt auch aus dem Ausland, da mehrmals versucht, dieses Thema psychische Schäden für Kinder und Jugendliche auf die Tagesordnung zu bringen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde es eigentlich nie oder ganz selten von Kollegen aufgegriffen, obwohl es da wirklich sehr alarmierende Meldungen gibt. Da ist die Rede von Triage in der Kinder- und Jugendpsychologie. Also etwas, wo man wirklich erwarten müsste, dass die Kollegen da sich des Themas annehmen. Werden zum Beispiel bei Afghanistan hat man den Eindruck, also schon bevor die Taliban jetzt wieder an die Macht kamen, dass das ein alles beherrschendes Thema ist, diese Ortskräfte. Es war immer die Rede von ein paar hundert und das ist ja sinnvoll, dass man da hilft und alles wunderbar. Aber ich verstehe diese Diskrepanz nicht. Wir reden hier von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen jungen Menschen in unserem eigenen Land, wo viel dafür spricht, sagen wir es mal ganz neutral, dass die massiven psychischen Schaden davontragen. Und man hat den Eindruck, das interessiert die Medien nicht. Das ist ein Randthema. Das geht mir nicht in den Verstand. Habe ich da einen Binnenblick? Bin ich dazu kritisch oder ich kann das nicht rational begründen? Ich auch nicht, und ich kann es auch nicht noch in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich der Wert von Kindheit und die Kinder als eine schwache und besonders schützenswerte Gruppe so hoch gehalten wird und wo ja wir das von uns behaupten, dass wir das Beste für die Kinder wollen und es dann auch Politiker Aussagen gibt, wie zum Beispiel von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagt, besonders die Kinder liegen mir am Herzen. Ich weiß manchmal gar nicht, wie man so viel kognitive Dissonanz noch in einen einzelnen Kopf reinkriegen kann. Aber es scheint mir tatsächlich die kognitive Dissonanz zu sein, dass man sich darüber ja mit seinem eigenen falschen Kurs auseinandersetzen müsste, wie beim Milgram-Experiment merken müsste, oh, jetzt habe ich die Voltzahl erreicht, die wirklich, wirklich schädlich ist und durch nichts mehr zu rechtfertigen ist. Und deswegen muss man das verdrängen, weil man sein ganzes früheres Handeln dann in Frage stellen würde und ja auch seine eigene Identität als einer der Guten, der Solidarischen, denen es um die Schwachen in der Gesellschaft geht, eben in Frage stellen müsste. Ich kann es auch nicht verstehen. Teilweise gibt es ja, wie zum Beispiel von der Frau Lufen bei Sat.1, glaube ich, arbeitet sie. Da gab es mal, das kurzfristig in den Medien war. Und dann ist es auch so, ja, das ist natürlich nicht schön. Oder es wird auch gesagt, das ist wirklich extrem beunruhigend in einer Pandemie. Also was so eine Pandemie alles mit sich bringt. Da haben diese Menschen leider den großen Vorteil, dass sie ja sagen können, ja, Mensch, guck mal, was die Pandemie alles macht, ohne halt zu differenzieren, was sind jetzt Auswirkungen der politischen Maßnahmen, die dann eben auch noch überzogen und verhältnismäßig nicht nötig wären, und was wäre tatsächlich die Wirkung eines Virus oder einer solchen Naturkatastrophe. Durch diese starke Vermischung muss man sich ja auch damit gar nicht so stark auseinandersetzen. Ich auch nicht, und ich kann es auch nicht noch in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich der Wert von Kindheit und die Kinder als eine schwache und besonders schützenswerte Gruppe so hoch gehalten wird und wo ja wir das von uns behaupten, dass wir das Beste für die Kinder wollen und es dann auch Politiker Aussagen gibt, wie zum Beispiel von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagt, besonders die Kinder liegen mir am Herzen. Ich weiß manchmal gar nicht, wie man so viel kognitive Dissonanz noch in einen einzelnen Kopf reinkriegen kann. Aber es scheint mir tatsächlich die kognitive Dissonanz zu sein, dass man sich darüber ja mit seinem eigenen falschen Kurs auseinandersetzen müsste, wie beim Milgram-Experiment merken müsste, oh, jetzt habe ich die Voltzahl erreicht, die wirklich, wirklich schädlich ist und durch nichts mehr zu rechtfertigen ist. Und deswegen muss man das verdrängen, weil man sein ganzes früheres Handeln dann in Frage stellen würde und ja auch seine eigene Identität als
einer der Guten, der Solidarischen, denen es um die Schwachen in der Gesellschaft geht, eben in Frage stellen müsste. Ich kann es auch nicht verstehen. Teilweise gibt es ja, wie zum Beispiel von der Frau Lufen bei Sat.1, glaube ich, arbeitet sie. Da gab es mal das kurzfristig in den Medien war, und dann ist es auch so, ja, da, das ist natürlich nicht schön, oder es wird auch gesagt, das ist wirklich extrem beunruhigend in einer Pandemie, also was so eine Pandemie alles mit sich bringt. Da haben diese Menschen leider den großen Vorteil, dass sie sagen können, ja, Mensch, guck mal, was die Pandemie alles macht, ohne halt zu differenzieren, was sind jetzt Auswirkungen der politischen Maßnahmen, die dann eben auch noch überzogen, unverhältnismäßig, nicht nötig wären, und was wäre tatsächlich die Wirkung eines Virus oder einer solchen Naturkatastrophe. Durch diese starke Vermischung muss man sich ja auch damit gar nicht so stark auseinandersetzen. Ich glaube, Verdrängung ist allgemein ein Schlüsselwort. Ich bin ja ein großer Fan von Dr. Marz, der ja sagt, auch die Aggression gegen Dinge wie uns, dass die sehr viel mit Verdrängung zu tun hat. Aber das will ich jetzt im Moment gar nicht vertiefen. Ein anderes Thema. Und zwar, ich bin ja ein Wandler zwischen den Kulturen und ich weiß das aus dem engsten Verwandtenkreis. Deutsch-russische Schulen, die Kinder berichten, die deutschen Lehrer sind alle so panisch. Die russischen Lehrer, denen ist das. Die sind so entspannt. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und meine Logik ist, dass es in erster Linie mit einer Einstellung zum Tod zu tun hat. In der russischen Kultur, die ich nun ukrainische auch und die ostslawische, da ist es durchaus so, dass der Tod ein normaler Bestandteil vom Leben ist. Da ist man fatalistisch, man schnallt sich im Auto an, nicht. viele und. Könnte es sein, dass dieser sehr unterschiedliche Umgang mit Corona mit dem Umgang mit dem Tod zu tun hat? Also niemand will gerne sterben, das ist ganz klar. Aber in Russland habe ich oft gehört, dass die Leute sagen, naja, ich riskiere das, und na, wenn ich sterbe, ja, schlecht, aber dann sterbe ich eben. Sowas habe ich in Deutschland noch überhaupt nicht gehört. Da herrscht eine ganz andere Einstellung dazu. Und da ist es so, dass man den Tod sozusagen kontrollieren will, dass man ihn auch tabuisiert hat. Ich habe das jetzt alles ins Graue hinein gesprochen, natürlich, aber könnte da etwas dran sein? Was meinen Sie? Also, dass die Deutschen sehr wenig risikofreudig sind, vor allem gegenüber im Vergleich zu den Russen, das dürfte durchaus feststehen. Ich habe selber zu wenig Einblick in die russische Volksseele, um das beurteilen zu können. Aber worin ich Einblick hatte, ist in einige Familien von Russlanddeutschen, die an meiner Schule durchaus also überproportional vertreten waren. Und ich durfte da teilnehmen an so Theateraufführungen, die dann in wirklich sehr, sehr feierlichem auch ja, mit großem Pomp da aufgeführt wurden, und dass ein starkes Gemeinschaftsgefühl dadurch produziert wurde. Das hat mich sehr bewegt. Das mag auch an der vielleicht Exklave-Situation oder Diaspora-Situation liegen, oder die man dann hat, auch nochmal, dass da eine Identität geformt wird. Aber das hat sicherlich auch mit etwas zu tun, was wir im Westen, wenn man so pauschal sprechen darf, verloren haben in diesem Individualismus. Und vielleicht ist das auch eine Erklärungsweise, warum Gesellschaften, die ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufbringen können, vielleicht auch besser mit solchen Risiken umgehen können, weil sie die Möglichkeit haben, auch Kranke aufzufangen oder diejenigen zu trösten, die Hinterbliebenen sind von Gestorbenen. Und wir in unserer Vereinzelung ja nichts mehr fürchten, als eben alleine krank zu sein oder einsam zu sterben. Und dieses Schicksal haben wir im Westen einfach häufiger als in Russland zum Beispiel. Eine andere, aber da müsste man wirklich, glaube ich, könnte man viel drüber forschen, Erklärung wäre das, was Sie über den Tod sagen. Ich glaube, das hat viel auch mit Religiosität zu tun. Wenn wir sagen, vielleicht gibt es in einigen Kulturen eben noch eine stärkere natürliche Anbindung an den Tod, weil diese Hoffnung, dass eben danach noch etwas ist, da in der Gesellschaft noch stärker verankert ist. Und das ist im Westen auch nicht. Also wo kommen wir hin, wenn wir weg sind, in ein großes Nichts? Und das macht natürlich die große Angst jetzt und diesen Drang, hier bleiben zu wollen, koste es, was es wolle. Aber das ist jetzt natürlich erstmal etwas küchenpsychologisch und gesellschaftspsychologisch gesagt. Aber ich glaube, man kann da ein paar Hinweise finden. Ich frage jetzt mal ganz ergebnisoffen und ganz naiv, ist
Hybris, wenn wir sagen, wir kriegen ein Virus in den Griff? Ja, diese Rhetorik des in den Griff Kriegens oder auch ein Krieg gegen das Virus führen, wie es Macron zum Beispiel formuliert hat, ist ja eine sehr von einer sehr großen, nicht nur Hybris, sondern auch einer Arroganz gegenüber der Natur begriffenen Weltbildes. Das sagt, wir können mit der Technik nicht nur die Natur jetzt und auch die kleinsten Teile der Natur, zum Beispiel Atome, Bakterien, Viren, unter Kontrolle kriegen, ja, die wir eigentlich nicht mal richtig sehen. Und auf der anderen Seite aber auch den Menschen selber, denn der Krieg gegen das Virus ist ja eigentlich ein Krieg, der geführt wird durch die Umorganisation von Gesellschaften. Jetzt sehe ich. Es ist ja ein, man könnte sagen, Krieg gegen Menschen, der dann da geführt wird. Also die Gesellschaft soll transformiert werden und das Ganze wird unter diesem Deckmantel des Kriegs gegen den Virus gemacht. Zumindest ist das ein Effekt davon, dass man sich jetzt überlegt, wie können wir denn später auftretende Pandemien oder Naturkatastrophen, wie können wir denen frühzeitiger begegnen und das unter der Maßgabe von globaler Kooperation. Das klingt auch erstmal natürlich ganz toll, bedeutet aber natürlich, dass wir das gesellschaftliche Leben ganz stark verwalten müssen, kontrollieren müssen, überwachen müssen, das Ganze mit den technischen Mitteln, die wir haben, mit der Digitalisierung, verbunden dann eben noch mit der Frage nach der Mobilität der Menschen, mit der Schließbarkeit von Grenzen und auch mit dem Transfer von Waren und von Geld, auch von Geldströmen. Und das Ganze ist in so einem großen Konglomerat jetzt, liegt jetzt vor uns, dass wir sehen können, hier ist schon eine Art Hybris nicht nur gegenüber der Natur, sondern gegenüber den menschlichen Gesellschaften und der menschlichen Natur selber auch am Werk, die eben behauptet, wir können den Menschen so verändern, dass wir ihm seine Freiheiten ein Stück weit nehmen, ihm sie auch ein Stück weit zurückgeben, je nach seinem Wohlverhalten und ihm dafür eine Sicherheit oder das Gefühl der Sicherheit präsentieren und er dann auch ganz zufrieden ist und seine gemütliche Stallhaltung auch weiterhin lebt. Also man kommt sich ein bisschen vor wie in einem großen geschichtlichen Experiment. Wenn ich Ihre Worte jetzt richtig verstehe, da ist nicht die Schlussfolgerung daraus, dass das Ganze von Haus aus eine große Verschwörung ist, sondern dass man einfach die sich bietenden Möglichkeiten bzw. Gegebenheiten dazu benutzt, um das umzusetzen. Und was mich unglaublich fasziniert, auch bestürzt, ist, wie groß die Bereitschaft ist der Menschen, das mitzumachen. Der Henrik Broder hat einmal gesagt, mit seiner Familiengeschichte darf er das, ich würde es nicht so sagen, dass er jetzt versteht, wie das in den 30er Jahren passieren konnte. Und ohne irgendetwas gleichsetzen zu wollen, würde ich doch sagen, dass in meinen Augen gewisse Mechanismen, die damals anzutreffen waren, heute wieder anzutreffen sind. Lernen wir nichts aus der Geschichte? Wir lernen vielleicht daraus, dass man eine andere Farbe dem Ganzen geben kann und die Menschen dann nichts lernen, weil sie geblendet sind von dieser anderen Farbgebung. Denn diese Strukturähnlichkeiten sind eigentlich unübersehbar. Die gehen in die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft. Man muss das nicht Verschwörung nennen, aber dass es da Profitinteressen gibt und auch Interessenskonvergenzen, dass es da Absprachen gibt, wie wir aus dieser Situation bestimmte einmal Macht und einmal wirtschaftlichen Vorteil auch erreichen können, das ist klar. Dass gesellschaftlich auch die gleichen Mechanismen gibt, und da müssen wir gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen, die immer wieder auch totalitäre Tendenzen zumindest zulassen, sprich durch Denunziantentum, durch auch, also mich wundert es ja oft, dass man sich so viel Mühe gibt, die Kritiker zu diffamieren, sie zu ignorieren und in eine Ecke zu stellen, weil ich manchmal den Verdacht habe, die Bevölkerung interessiert sich doch sowieso nicht für diese Stimmen. Sie ist doch völlig d'accord damit, und ich rede jetzt sehr pauschal, aber
völlig d'accord damit, dass hier immer wieder nur die gleichen Leute auftreten und dass es höchstens ein Scheingefecht zwischen Ideen gibt, wenn überhaupt. Das heißt, man hätte sich da gar nicht so viel Mühe geben müssen. Vielleicht auch in Ihrem Fall, kaum jemand schreit ja auf, wenn ein Video von Ihnen gelöscht wird unter der Maßgabe der medizinischen Fehlinformation, weil etwas auf einer Demo gebrüllt wurde, was eben nicht mal von Ihnen jetzt selber stammt. Und wenn da der Unwille für die Freiheit zu kämpfen und auch für die Meinungsfreiheit, für die Pressefreiheit, für die Meinung anderer auch zu kämpfen, wenn der so groß ist, dann hat das auch in der Vergangenheit schon zu größten Verwerfungen geführt. Ich habe ja jahrelang auch in Russland immer erzählt, wie wunderbar die deutsche Vergangenheitsbewältigung funktioniert hat. Inzwischen halte ich das für einen großen Irrglauben von mir. Jetzt in diesem Gespräch kommt mir ein noch ketzerischer Gedanke. Ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass sie eben nicht funktioniert hat, dass wir es ritualisiert haben, könnten wir lange drüber reden. Aber bis zu einem gewissen Grade ist sie sogar fatal und kontraproduktiv. Und zwar dahingehend, dass ich glaube, dass die Deutschen darauf gepolt sind, eine Diktatur fängt für sie an, wenn man Andersdenkende in wie auch immer geartete Lager steckt, dann anfängt sie uns umzubringen und wenn eine völlig verrückte Regierung durchdreht. Aber das ist ja historisch eher die Ausnahme. Wenn wir uns anschauen, wo die moderne Gefahr ist von modernen Diktaturen, ich erinnere nur an Huxley, ja, der sagt, die moderne Diktatur, die merkt man gar nicht mehr, dann hat uns vielleicht diese völlige Fixierung auf diese schrecklichen, katastrophalen 12 Jahre in der deutschen Vergangenheit blind gemacht für andere, für weniger dramatische, aber immer noch gefährliche diktatorische Elemente, weil ich spüre das jetzt völlig. Und man wird ja auch immer wieder dann darauf hingewiesen, ach, was beklagst du dich denn, ist doch völlig Quatsch, werden andere weggesperrt oder dergleichen. Aber moderne Diktaturen, wie ich sie in Russland erlebt habe oder auch andere, die sind ja sehr viel raffinierter. Die sperren ja Andersdenkende nur noch in Ausnahmefällen weg und die agieren ja ansonsten sehr, sehr geschickt. Auch die späte DDR war ja sehr viel geschickter. Und ich habe den Eindruck, wir starren immer auf diese schlimmsten Zeiten und sind völlig blind geworden für die Anfänge, für die modernen Diktaturen. Ja, und wenn es dann auch die Anfänge wären, dann könnte man ja uns hinterher vielleicht Recht geben. Ich weiß nicht, ob das so ein genugtuendes Gefühl ist, weil am liebsten würde man ja Unrecht behalten. Aber dann würde man sagen, oh ja, ihr hattet damals schon gesagt, wäret den Anfängen. Und das sind die ersten Schritte hin dann zu einer offenen Diktatur, die vom Staat auch durchgesetzt wird. Und jetzt haben wir eigentlich diese Auslagerung von zum Beispiel Zensur und Einschüchterung an ja die korporatistischen Bestandteile, also zum Beispiel die sozialen Medien und dieses sehr seltsame Konglomerat, wo man gar nicht mehr so dahinter kommt, von wem geht jetzt eigentlich die Zensur aus? Und manche sogar sagen, es ist doch gar keine Zensur, man kann es doch sagen, geh halt auf Odyssee und so weiter, was beklagst du dich denn? Es könnte sein, dass das aber nie in diese offene Diktatur mündet und ich weiß auch nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sondern immer in diesem unterschwelligen Bereich bleibt, ist immer so eine Art sanfter Totalitarismus ist, wobei das Sanfte sich auch nur darauf bezieht, dass es halt nicht so stark sichtbar ist und nicht die Horden hier durch die Straßen ziehen oder in Wohnungen gehen und Menschen da rauszerren, wobei ja auch das schon teilweise geschieht, aber eben nicht in diesem systematischen Ausmaß. Und dass es immer unter dieser Schwelle bleibt, so dass man sich einfach daran gewöhnt und es nicht dann dazu kommt, wie zum Beispiel Thomas Mann, dessen Rede an die deutschen Hörer, ich von 1940 jetzt hier gerade wieder lese, dass man nämlich sagen kann, es wird nicht der Sieg kommen, den ihr euch erhofft, sondern es wird die schlimmsten Verwerfungen zeitigen, weil man ja gar nicht an irgendeinem großen Krieg teilnehmen will. Man will doch einfach nur sein Leben leben. Man hat doch auch gar keinen richtigen Feind, außer natürlich diese komischen Corona-Leugner und diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten. Aber man hat nicht dieses große ideologische Ziel. Das ist eben ja auch, meine ich, ein Unterschied zu früheren Zeiten, wo man wenigstens für den Klassen- oder gegen den Klassenfeind und für den Klassenkampf dann gekämpft hat oder für den Endsieg und so weiter. Aber wo ich jetzt gerade hier Thomas Mann liegen habe, ist doch eine Strukturähnlichkeit, was zumindest was die Deutschen angeht. Ich zweifle nicht, dass ihr gehorchen würdet, schreibt er 1940, denn euer Gehorsam ist grenzenlos und er wird, dass ich es euch nur sage, von Tag zu Tag unverzeihlicher. Das ist gespenstisch, ja. Diese Analogie. Ja. Leider. Das,
ist wirklich gespenstisch. Und vor allem, wenn man viel im Ausland ist, wie ich, dann sieht man eben diesen Gegensatz, weil in den Ländern, also ist Osteuropa im Wesentlichen, wo ich dann bin, da sieht man eben ganz klar, dass die Menschen das nicht so mitmachen. Also ob das jetzt in Russland ist oder in Montenegro, dann hat man halt die Maske absichtlich unterm Kinn oder in der U-Bahn. Das ist dann so, dass der Polizist schreit, alle Masken an, alle Handschuhe an, und die Hälfte läuft vorbei ohne Masken und ohne Handschuhe. Und weil es so viele sind, kann der Polizist auch nichts machen. Er kann hier nicht Tausende jetzt in der U-Bahn aufhalten. Und in Deutschland ist es dann so, dass man eben immer wieder erlebt, dass man selbst von anderen angegangen werden wird, dass andere in diese Position eines Hilfspolizisten rücken. Und das ist für mich etwas, also ich habe den Eindruck, Deutschland ist mir in den letzten Jahren fast etwas zu anarchistisch geworden. Also ob das jetzt der Görlitzer Park ist in Berlin oder dass man ganz normal auf dem Fußweg in der Fußgängerzone Fahrrad fährt. Ich hatte den Eindruck, die kümmern sich überhaupt nicht mehr um Regeln. Die sind in dieses andere Extrem geraten und auf einmal wie auf Knopfdruck, wirklich wie wenn man einen Hebel umlegt, ist genau das wieder da, was ich in meiner Jugend, in den 80er Jahren, Sie sind etwas jünger wahrscheinlich, immer als dieses, was wir da immer als dieses ganz rechte Spießertum empfunden haben. Und jetzt kommt genau das von links. Also ich komme mir vor wie in einem Albtraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie in einem Spiegelkabinett, wo alles verzerrt ist. Und heute sind es dann hauptsächlich diejenigen, die als rechts geschimpft werden, die sich gegen den Staat stellen und gegen diese ganzen Maßnahmen, beziehungsweise wer das tut, wird als rechts diffamiert. Da ist doch alles völlig durcheinander geraten. Ja, es ist eine große Umkehrung hier, hat hier stattgefunden, gerade auch in den Begriffen rechts, links. Die Konservativen sind eher die sagen, hey, ihr müsst nicht gehorchen, und die Linken sind die ganz braven Spießer. Aber mal abseits von dieser politischen Einordnung glaube ich, dass der deutsche Spießer so als Typus nie wirklich weg war und dass er höchstens geschlafen hat, auch während dieser vielleicht etwas, ich würde sagen, animistischen Zeit oder individualistischen Zeit, weil es kein größeres Narrativ gab, das ihm jetzt seine Rechtfertigung hätte geben können. Ja, dann fährt man halt mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig und nennt das seine Freiheit. Aber jetzt haben wir etwas, wofür wir unsere Freiheiten opfern können. Und das ist ja das große, tolle Gefühl, dass wir uns jetzt solidarisch nennen können, empathisch nennen können und unseren Gehorsam hinter eben der Maske der Konformität oder nein, hinter der Maske der Solidarität und des Aufopferns für das Gemeinwohl verstecken können. Und ich weiß nicht, warum zum Beispiel die Montenegriner da dieses Gen vielleicht gar nicht haben, dass man sie nicht durch eine Ideologie dazu bringen kann, ihre Nachbarn offensichtlich mit diesem Gouvernantenton Maske im Maß zu regeln. Zumindest, ich war letztes Jahr ganz kurz, zugegebenermaßen nur in Montenegro, da ist es mir auch nicht aufgefallen, aber ich kenne natürlich auch die montenegrinische Volksseele viel zu wenig. Ich glaube, also gehen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, wenn, dann ist es ja eh soziokulturell. Aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass man in diesen Gesellschaften eben noch bis in die 90er Jahre, bis in die späten 80er Jahre hinein mit einer totalitären Ideologie zu tun hat. Und gerade bei den Russen, die ich nun sehr gut kenne, glaube ich, dass man eine gewisse Immunität gegenüber totalitären Ideologien hat, gerade gegenüber solchen von links. Wir haben ja in Deutschland auch eine gewisse Immunität gegenüber totalitären Ideen, wenn sie von rechts außen kommen und hier im Sozialismus. Also die Russen haben ja formell ähnliche Regeln zum Beispiel wie in Deutschland. Und es ist auch nicht so, dass die jetzt auf die Straße gehen massiv dagegen, aber sie ignorieren es einfach. Also in Russland neigt man dann eher dazu, sich zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um die Maske nicht anzuhaben, oder wie kann ich was machen. Also der gesellschaftliche Konsens geht eher dahin, dass man den Staat nicht ernst nimmt, dass man versucht, den Staat zu umgehen und dass es völlig verpönt ist. Also das ist wirklich, in Russland wäre extrem verpönt, dass man denunziert, dass man sich über andere beschwert. Da wird es auch in Russland Leute geben, die das machen, aber die stellen sich damit außerhalb des gesellschaftlichen Konsens. So ist es. Und in Deutschland ist das ja umgekehrt. Da ist es ja eher etwas, was dann auch noch vom Staat gefördert wird und was eher ja als gut angesehen wird. Das ist ja dann Zivilcourage, wenn man dann noch mal jemanden Ja. zurechtweist, weil er die Maske nicht richtig anhat. Aber dafür haben wir natürlich auch um 22 Uhr Nachtruhe, und sonntags verbrennt keiner Reifen in seinem Garten. Es hat natürlich auch Vorteile, diese hohe soziale
Kontrolle der Menschen untereinander. Aber hier in solchen Situationen sehe ich es eher als, als Nachteil an. Aber was die Ostdeutschen zum Beispiel angeht, viele sagen mir, ja, nicht nur damals war es ähnlich, sondern damals war es nicht so schlimm, höre ich ja auch, teilweise schon, aber ich kann das als Westdeutscher natürlich nicht aus eigener Erfahrung jetzt, möchte mich erstmal vorsorglich distanzieren davon. Aber dann frage ich ja, aber warum steht ihr dann nicht auf, wenn ihr seht, das hatten wir alles schon mal und das hat dahin geführt? Und da hat mir dann mal jemand die Antwort dargeboten, naja, man hat halt auch gelernt, sich zu arrangieren mit dem System und zu sagen, naja, wenn das jetzt kommt, okay, dann kommt das halt jetzt mal wieder, sind wieder diese Zeiten, aber wir sind ja auch drüber weggekommen, indem wir uns auf dem Schwarzmarkt beholfen haben, untereinander Freundschaften geknüpft haben und dann hat man sich eben eingerichtet in der Diktatur und das macht mich dann geradezu ja noch ängstlicher, dass nicht mal durch diese Erfahrung, dass es soweit kommen kann, gelernt werden kann, sondern eher durch, naja, wir können ja eh nichts dagegen machen, außer es uns drin gemütlich zu machen. Dann ein kurzes Schlusswort von mir, weil Sie da etwas sehr Wesentliches angesprochen haben. Eine persönliche Bemerkung, wenn man mir die erlaubt. Ich habe mich in Russland, oder es geht mir bis heute so, oder auch in Montenegro, dass da der Deutsche in mir so stark ist, dass ich mir immer denke, Mensch, wie können die da ohne Handtuch in der Sauna sitzen oder dann direkt aus der Sauna ins Schwimmbad? Und heute sehe ich das mit etwas anderen Augen, weil ich mir sage, dafür ist es ihnen auch egal, ob du eine Maske trägst oder nicht. Also es ist sozusagen, es hat alles zwei Seiten. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt kann ich Ihnen auch sagen, was es mit dem Doppelinterview auf sich hat. Wir haben ausgemacht mit Herrn Kaiser, dass eine halbe Stunde ich ihn befrage. Das kommt dann auf meinen Kanal. Und jetzt werden wir wechseln. Jetzt wird Herr Kaiser mich befragen und das ist dann in wenigen Tagen auf seinem Kanal. Schauen Sie also wieder rein, auch auf Kaiser TV. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Danke und vor allem danke Ihnen, Herr Kaiser, und alles Gute. Aber wir reden ja noch weiter. Vielen Dank. Reitschuster.de